Hogwarts Legacy. Wir sind immer noch im Raum der Wünsche. Da haben wir das letzte Mal von Deke den Schnappsack bekommen, den wir jetzt hoffentlich testen. Also, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, was auf uns zukommt. Ich hoffe aber, dass wir die coolen Tierwesen befreien können. Ja, mehr über den Schnappsack. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt! Deke liebt Ausflüge! Mal gucken, ob jetzt noch ein Video kommt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach gleich irgendwo starten. Mal sehen, die Spannung steigt. Video. Das war eine dunkle Zeit in Deeks Leben. Deke diente dem grausamsten Zauberer, den er je kannte. Ein schlimmer Wilderer. Deke hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. Oh. Ja. In dieser Zeit sah Deke zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Gute Zwecke. Also wir sind auf jeden Fall netter als die Wilderer, würde ich mal meinen. Aber im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, wir fangen die auch und können die auch verkaufen. Also, Wir sind da. Deke liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn Sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Dann sehen wir doch mal. Deine Ausrüstungsplätze sind voll. Kann ich das jetzt gerade nicht mehr... den Schnappsack etwa nicht mehr benutzen? Das wäre schon ein bisschen bitter. Das kommt mal dahin. Oh, muss ich auch noch Sachen drücken? Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Wir haben einen. Darf ich noch mehr mitnehmen? Das klappt ja ganz gut. Gibt bestimmt noch schwierigere, wo wir dann, weiß ich nicht, F, E, Maustaste, Leertaste, was weiß ich alles drücken müssen. Wo ich dann vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten kriege. Aber so geht das ja super easy. Wie viele können wir denn mitnehmen? Ich würde gerne alle mitnehmen. Ruhig. Ich tue dir ja nichts. War hier nicht gerade noch einer? Da hinten oben? Die brauchen wir eh. Aber ich war doch eben noch viel mehr. Nur da hinten noch? Na, wir nehmen auch die da, ne? Kein Problem. Der ist viel hübscher als die anderen, der ist so rötlich. Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. Wartet auf mich. Ich muss mir jetzt nur 10 mitnehmen. Durch den Stein durch. Jetzt ist alles gut. Sprich mit Deke. Ach, wir müssen sowieso schon mit ihm sprechen. Naja, gut, dann machen wir das mal. Mehr sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Deke weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Deke ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Deke empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön, wo finde ich einen? Deke weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Deke hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Deke wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Okay, das heißt, wir können auch hier noch 4 Stück fangen. Können wir die schon... Was machen wir denn damit? Können wir die schon irgendwo rauslassen oder so? Scheinbar nicht. Da ist die, ne? Sonst treffen wir uns vielleicht erstmal mit ihm, dass wir damit durch sind. Dass wir da auf jeden Fall einmal die Jobbernolle holen, fangen, retten. Wir haben so ein Drall nach unten, oder? Kommt mir das nur so vor.
Das sieht aber richtig aus. Und Beverland, ne? Jawohl. Hi, Deek. Hallo, Deek. Machen wir weiter? Ja, gut. Deek hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Deek hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Okay, also wir können auch noch andere Sachen mit einsetzen, aber wieso denkt ihr, wir sind von einem Wilderer getroffen worden? Das war irgendwie 30 Sekunden vorher. Ja, was, wenn ich keine Tierwesen finde? Was, wenn ich im üblichen Lebensraum keine Tierwesen finde? Tierwesen entfernen sich selten weit von ihrem Heim. Suchen sie in der Nähe oder warten sie einfach, bis sie zurückkommen. Hast du irgendwelche Tipps, wie man schwer fassbare Tierwesen rettet? Levioso ist nicht bloß hilfreich, um fliegende Tierwesen zu retten. Sie erwischen damit auch allgemein schwer greifbare Tierwesen. Verwenden Sie diesen Zauber, wenn Sie auf ein kleines oder schwer zu fassendes Tierwesen treffen. Würdest du mir vielleicht davon erzählen, wie es war, für deinen früheren Herrn zu arbeiten? Deeks Herr war nicht nett zu Tierwesen oder zu Deek. Für ihn waren sie nur eine Einnahmequelle. Als Trankzutat, Arbeitstier und mehr will Deek nicht sagen. Aber Deek ist gerne in Hogwarts, wo er sich um Tierwesen kümmern und alles wieder gut machen kann, wozu sein Herr ihn gezwungen hat. Voll gemein, es tut mir richtig leid. Dann rette ich mal einen Jobberknoll. Viel Glück, Deek wird hier warten. Danke, Deek. Ach so, wir müssen mal Tee. Levioso noch hier. Mit dazu packen. Machen wir das mal da rein, ne? Oh, fast runtergefallen. Sind das schon diese Vögel hier? Levioso! Oh, warte! Warte doch! Oh, zweimal F, okay. Aber das ging ja noch. Das glaubt Professor Howe nie. Ist das auch so einer? Oh. Ich wollte eigentlich den blauen. Was macht denn jetzt mein blauer hier? Der ist natürlich abgehauen. Ist das der, der da jetzt sitzt? Levioso. Zwei blaue und zwei grüne. Wir haben jetzt zwei grüne, einen blauen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen blauen. Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Wo haben wir denn noch einen? Das sieht aus wie grün. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht aufs Geschlecht geachtet. Den da hätte ich gerne. Ja. Sehr gut. Ich passe auf dich auf. 10 von 10, wir passen nicht rein in den Sack. Ich hoffe, der wird irgendwann noch größer. Hi, Deek, ich bin schon wieder da. Ich habe einen Jobberknoll. Deek hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Deek weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Deek trifft sie dort. Ja, und was mache ich jetzt mit meinen Viechern, die schon in dem Sack sind? Was kann ich damit machen? Ist ja cool, dass ich ihn da treffe, aber ich habe keinen Platz mehr. Können wir da irgendwie mal gucken, wo die so sind? Sind das noch Plätze hier? Der ist so cool, ne? Weil er einfach so rosarot ist. Und der Weiße dazu, die wären gut als Pärchen, aber das sind zwei Mädels, das klappt nicht. Knuddelmuffs, ja, ja. Nur aufs Geschlecht geachtet, aber da hatten wir, glaube ich, alle die, oder war das sozusagen die Quest da, 10 von 10? Wir haben ja manchmal auch diese Sammle-Seiten und so ein Kram. Wir können ja mal testen, ob wir hier noch so einen Vogel kriegen. Levioso. Ja,
Ja, scheint zu klappen. Ich weiß nicht, wie viele hier reinpassen dann. Also wahrscheinlich diese leeren Plätze, die wir da noch gesehen haben. Jetzt ist alles gut. Ja, das waren diese Quests. Okay, dann würde ich hier nochmal gucken, ob wir auch noch einen blauen bekommen. Wenn irgend möglich. Der sieht grün aus. Gibt es hier noch mehr? Irgendwo ein Baum oder so? Naja, gut, dann nehmen wir die. Oh, warte. Dann gibt es immer 6, wa? Hier so erstmal auf Anhieb. Dann müsste man warten, bis die respawnen, wenn ich das richtig sehe. Das glaubt Professor Howen nie. Okay, die, warte, ich komme. Ja, 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 ja. Oh, warte. So und... Oh, nicht V, sondern B. Aber wenn wir schon mal hier sind. Hallo, Diek. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Wie kamst du nach Hogwarts, nachdem du für deinen früheren Herrn gearbeitet hast? Diggs früherer Herr hatte keine Familie. Als er starb, wurden seine Hauselfen demnach vom Ministerium umverteilt. Diggs hat es am besten getroffen, da Diggs nach Hogwarts kam. Diggs Freunde hatten nicht so viel Glück. Das tut mir so leid, ne? Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Diggs wartet auf ihre Rückkehr. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal warten, bis dunkel. Revelio. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste, die wir mitnehmen können. Und dann, wir konnten auf der Karte, glaube ich. Nein! Warte mal. Können wir hier irgendwas... Die 150, das ist halt voll. Gibt es noch welche mit 60? Ich würde gerne welche loswerden, die nur 60 kosten. Sowas. Zerstören. Okay. Können wir die noch... Ja, können wir noch mitnehmen. Okay, Karte. F. Ja. Gewartet. Sehr gut. Oh, sind die niedlich. Die rennen jetzt alle weg von mir? Levioso. Oh, falsche Taste. Upsi. Ist das immer nur F? Ich habe aus Versehen Leertaste gedrückt. Ich weiß gar nicht, wieso. Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Voll süß. Na gut, wenn es immer nur F ist, dann geht's ja voll. Ich wollte gerade Levioso darauf wirken, aber... Wartet, rennt nicht weg! Levioso! Oh. Wollte ich zwar nicht, aber macht ja nichts. Ey! Ich passe auf dich auf. Läuft auch noch eins, ne? Haben wir denn noch Platz dafür? Ich hoffe sehr. Wo ist es? Es war hier. Ich habe es irgendwo gesehen. Wenn es jetzt nicht diesen weißen Rand kriegt, finde ich das doch nicht wieder. Es ist viel zu dunkel. Da. Da, lauf, bitte. Levioso! Ist noch mehr? Noch mehr? Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Die sind so niedlich. Revelio. Kann ich die mit Revelio sehen? Nee, ne? Mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwo noch welche rumrennen. Da, Revelio. Ist das süß. Das sieht am niedlichsten aus von allen, oder? Jetzt ist alles gut. Warte! Die sehen ein bisschen aus wie Kühe hier mit den Flecken.
Aber die heißen ja auch so ähnlich. Mondkalb? Ja. Wo ist das andere denn hin? Es war doch hier. Leck mich doch. Levioso. Ja. Sehr gut. Das glaubt Professor Howen nie. Revelio. Läuft hier noch eins rum? Würde ich glatt noch mitnehmen. Aber Hirsch geht nicht. Hirsch können wir wahrscheinlich nicht fangen. Oder sind hier irgendwo noch welche? Nö, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe nicht gezählt, wie viele das sind. Aber scheint so, als hätten wir alle gefangen. Befreit natürlich. Dann ab zu Deke, oder? Sieht so aus. Hi, Deke. Es war schwieriger zu fangen als die anderen, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Deke schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen Sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Deke wird Sie im Raum antreffen, wann immer Sie bereit sind. Also jetzt? Vielleicht noch mal ganz kurz in der Stadt vorbei und verkaufen. Wenn wir hier schon irgendwo sind. Wo ist denn Hogsmeade? Da ist Hogsmeade. Und ja, einfach mal dahin. Dann verkaufen wir ganz kurz. Und dann können wir zurück und dann... Weiß ich gar nicht, was machen wir mit den Viechern in dem Raum? Laufen die dann da so rum? Wäre auch schon ganz schön niedlich, wenn die da alle mit wohnen. Aber ist jetzt, glaube ich, nicht so richtig artgerecht. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja. Oh, hier rein, danke bitte. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Sehr schön. Ich will nochmal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwas Besseres haben. Ich habe nämlich gar nicht drauf geachtet beim letzten Mal. Ach so, ja gut, wenn wir das noch nicht... Hat sich schon mal gelohnt. Gut, wenn wir die natürlich noch nicht angucken können, dann nützt das nichts. Das müssen wir dann im Raum nochmal machen. Ist nicht besser. Okay, dann können wir mal ganz kurz alles verkaufen bei ihm. Ja, ja, ja. Wie kann ich heute behilflich sein? Bitte verkaufen, alle verkaufen! Na los, na los, na los. Wir haben nämlich viel zu wenig Geld. Ich würde so gerne noch 100 Sachen kaufen. Wie ich höre, haben Sie im Wald einen kleinen Schatz gefunden. Ich war nie ein Freund von Abenteuern. Schatz? Oh. Rezepte, er hat neue Rezepte. Unsichtbarkeitstrank, können wir die nicht schon? Maximaltrank? Nee, ne? Wir können die, glaube ich, nicht. Ich glaube, die hatten wir gekauft, auch bei ihm. 500. Müssten wir eigentlich mal mitnehmen, ne? Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Dann bitte Hogwarts. Raum. Teleportieren. Ist das in unserem Raum? Das sah gerade so aus, als wäre das im Raum der Wünsche. Diese Mütze, ne? Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Das wäre voll cool. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. An was genau hatten Sie gedacht? Nanu? Sie haben's geschafft! Also war das doch eben unser Raum. Aber was ist es? Das weiß Deke nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Voll cool, wie gut das aussieht und diese Bäume, die da noch wachsen.
richtig cool. Triff dich mit Diek drin? Ja, gehen wir einfach rein, ne? Soll schon passieren. Richtig cool. Voll schön. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Diek? Es sieht aus wie eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Das ist wirklich richtig schön. Tippe auf H, um Tierwesen-Handhabungsmenü zu öffnen. H. Wähle ein Tierwesen aus dem Inventar aus, um es hinzuzufügen. Tierwesen können im Hochland gerettet werden. Okay. Dem Gehege zufügen. Wie kann immer nur eins? Eins von jeder Art nur? Warte mal, kann das wieder weg? Ich wollte das Rote. Kann das weg? Kann das wieder weg? Wie kann das weg? Ich darf immer nur eins von jeder Art. Das ist echt fies. Ich würde gerne den Knuddelmuff tauschen. Voll süß. Das wäre doch doof, wenn wir nur eins von jeder Art da reinsetzen könnten. Zwei Geschlechter wären alleine ja schon gut. Die glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Ganz bestimmt. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Diek auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja, sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Verkaufen. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn Sie magische Materialien von Ihren Tierwesen sammeln, zeigt Diek Ihnen, wie Sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Das müssen wir auf jeden Fall testen. Wenn magische Tierwesen gepflegt und versorgt werden, liefern Sie Materialien mit magischen Eigenschaften. Mit deinem Tierwesenfutter und der Tierwesenbürste kannst du deine Tierwesen pflegen. Tippe auf T, gehe zum Tierwesenfutter und der Tierwesenbürste und ziehe beides. Das wissen wir ja schon. Wir könnten aber vielleicht tatsächlich mal sozusagen das hier zu einem machen. Unsichtbar. Achso, unsichtbar haben wir da oben schon, ne? Dann könnte aber Licht vielleicht dahin und das dahin und das dahin und das dahin. Und dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal ein Dings für die Viechers. Und ich wollte mal ganz kurz auf H. Kann ich hier noch? Ja, gut. Wie viel Platz haben wir denn? Aktive Tierwesen? Vögelchen. Was haben wir denn jetzt hier? Warte, können wir die sortieren irgendwie? Also Vogel haben wir hier zweimal männlich, einmal weiblich. Das heißt, wir packen hier noch einen weiblichen dazu. Von den Mondkälbern haben wir drei Männer und eine Sie. Okay, dann kommen noch zwei Sies dazu. Oder können wir einen Mann wieder rausnehmen? Ja, bleibt einfach so. Ich mag die blauen so gerne, aber da gibt es leider nur... Ja gut, wir haben eh 12 von 12, ne? Von den Knuddelmuffs wäre es halt irgendwie schon nice, wenn wir auch ein Männchen hätten, ne? Haben wir nur braune Männchens. Zum Inventar? Ich passe auf dich auf. Ja, da sollten wir noch so einen hinpacken. Und vielleicht kommt mal so eins auch noch wieder raus. Zwei reichen eigentlich auch, ne? So, dann haben wir hier für Vogel blau und grün. Knuddelmuff. Ja, den weißen finde ich halt auch ganz süß. Aber den behalten wir auf jeden Fall für immer. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Okay. So, dann können wir dich füttern. Können wir euch alle füttern.
Wunderbar. Ja, wir füttern euch eben erstmal alle. Das dauert aber immer. Der Vogel braucht auch noch. Warte, lass mich zum Vogel. Du kriegst auch und du auch. Und wer fehlt noch? Du da hinten, ne? Du kriegst auch noch. Bitteschön. Gebürstet wirst du auch noch. Ach so, noch nicht. Okay. Du wirst gebürstet. Und da können wir schon was sammeln. Oh, wie gut. Okay, das ging schnell mit dem Sammeln. Das heißt, die brauchen einmal Futter und müssen einmal gekämmt werden. Und dann kann man denen schon ihr Kram absammeln. Oh, du hast ja noch gar nichts gekriegt. Warte, du wirst gebürstet. Und Futter kriegst du auch. Wenn du denn dann kannst. Voll gut. Schön geschubbert. So, bitteschön, was zu essen. Das heißt, wir können hier ungefähr alle 25 Minuten hin. Warte doch. Und dann geben die uns schon die ganzen Sachen. Können wir das von dem auch einsammeln? Warum nicht? Jetzt. Okay. Das heißt, je mehr ich da habe, desto mehr kann ich dann auch sammeln, aber... Gut, wenn wir halt nur 12 insgesamt haben können, dann... Ja, ach, das wird schon reichen. Hi, Deek. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deek. Deek kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deek glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Ich glaube, den Webstuhl probieren wir in der nächsten Folge aus. Also, danke euch fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.